was geht ab, Traddies? Welcome to a new Vlog. Grüß eure Herzen, wir sind hier gerade bei unserem Bruder Abu Goku. Was machen wir in Hamburg? Wir gucken uns den Kampf an zwischen CNG und Bösemann. Sag euch, erste Runde CNG gewinnt mit Knockout. Und Kanyavi und Dennison. Ein sehr spannender Kampf, aber ich bin Team Dennison. Und ja, Traddies, ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Wir müssen auch noch ein bisschen Hotel gucken und alle, wir sind gerade erst angekommen. Also, Jenny, ihr seid direkt am Anfang dabei. Lasst ein Abonnement, ein Kommentar und ein Like zum Frankfurt Europameister. Wir sehen uns. Eure Zukunft, sie sieht schlecht aus, denn ich misshandle Hurensöhne in meinem Trap House. Trap House, immer noch Namen auf der Death Note, denn ihr macht allerhöchstens alle mit nem Trash Talk. Trash Talk, eure Zukunft, sie sieht schlecht aus. Was machst du jetzt? Was ist für ein Spiel? Ist sie festgebunden? Ich frage nur für einen Freund. Bin weder irgendwo eingebrochen, noch habe ich irgendwas geklaut. Boah, was ist das für eine Ruffy-Figur? Als ihr die morgen in meinem Stream seht, ihr wisst, ich habe damit, mein Name ist Hase. Islam, jetzt zeig mal, Cousin. Ja, was ist denn? Wie alt bist du, Islam? 6. Wie viel macht 7 plus 7? Haha, es gibt mal Check. 20? Ja, krass. Du bist heftiger als 20. Du bist wow. Heftig. Ich wusste nicht, 20. 6 plus 4. Das schaffst du auch. 9. Boah, gib mal Check. Kannst du das ABC? A, B, T, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T. Nochmal? Nochmal. Nochmal von neu, Islam, nochmal von neu. A, B, T, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Albert. Einmal hier bei ihm, Traube Münze bei ihm. Abo dein T-Shirt, sag ich. Genau bei ihm. Bruder. Abo, mach doch mal so ein Islam-TikTok. Hör zu! Ich kenne ja nur deine. Warum machst du keine Islam-TikToks mehr? Oder wie denn? Bruder, du bist ja Shisha-Bars unterwegs und so. Scheiß auf dich. Kein schlechtes Gewissen. Hier, dein Handy ist doch weg, du Säge. Scheiß auf dich. Guck mal hier. Oh, Dreis, heute ist Kampftag. Wir haben uns gerade fertig gemacht. Dreis, gestern war Hölle, Bruder, mit Hotelsuchen. Wir sind jetzt einfach in Lübeck gelandet. So in Nähe von Hamburg, so in Nähe von Schottland bei Namibia. Das ist mein Outfit. Dicker Lacoste-Anzug. Ich hab noch einen anderen dabei, in Beige, aber heute für den Kampf habe ich mich für den entschieden, auf dynamisch, Adrenalin. Ich nehme euch mit, an der Stelle, kurze Werbung in eigener Sache. Twitch, komm mal ins Stream rein! Es gibt überall, guck mal, das ist die Innenstadt, die ist noch relativ modern, es gibt aber so winkelte Gassen und alte Gassen, so da, wo Menschen früher noch 1,50 waren, Buckel hatten und so, weißt du was? Auf jeden Fall, Adrenalin, guck mal bitte hier, wir sind in Lübeck, in Innenstadt, ja? Bruder, ich bekomme direkt die Holde Maid. Satteln Sie mein Rost, Holde Maid. Oh, Sole Mio. Oh, Sole Mio. Das ist Lübeck, wir fahren jetzt nach Hamburg. Ich küsse eure Augen. Schnapp, schnapp, Cousin. Guck mal, seht ihr diese Loch da drinnen? Da ist Harry Potter letztes Mal durchgeflogen mit seinem Besen. Bruder, ich lebe seit 31 Jahren. Ich habe mich hier noch nicht einmal umgeguckt. Früher war ich Junkie, ich hab immer noch Boden geguckt, Digga. Jointstimme gesucht. Und dass du auf Boden geguckt hast, glaube ich dir gesehen. Wir sitzen hier direkt an diesem Ding. So ein schöner Kaffee. Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Boah, was? Dass diese Dings, Spezi hier aus Dings. Lübeck. Wir distanzieren und. Guck mal, der Ehrenmann, Digga, der hat mir direkt dieses Parfum hier geschenkt. Küsst sein Herz, Digga, das riecht echt gut. Hier liegt das Beste. Guck mal, ich hab alles hier drin: Harnseide, Mundspray, Augenspray, Tabletten. Achso, das vielleicht nicht zeigen. Bruder, wegen dir mein Vlog mit gelb am Nahkommen. Sag, was sagst du, wer gewinnt heute den Kampf? Dennison oder Kanyavi? Bester? Ich weiß nicht, Dennison. Was sagst du? Das Besondere hat immer einen besonderen Ursprung. Die Reinheit der unberührten Natur und ihre unnachahmliche Frische. Ich denke, Kanyavi macht das Ding. Das ist, ja.
Und Sinanji kann safe Sinanji. Zweite Runde, sag ich, dann wird Bösemann müde wegen seinem Gewicht, glaube ich. Ja, safe. Er wird mit Ausdauer kämpfen. Ich bin gespannt, Digga. Breitenberg hat seinen Tag. Wir sind jetzt hier in Hamburg. Wir essen Waftraris und danach geht's zum Kampf. Ayran ist gekommen, Cousin. Diese Kuh, die hat einen Monat Rabatt gehabt. Danach bei der kam die Explosion raus. Warst du, als ich das gegessen habe? Ich? Da war ich. Da habe ich schon Fleisch gegessen, weil die Zähne im Mund hatte. Jetzt, ich habe Suppe gegessen, ich bin schon todsatt, aber das wird nice, eure Ärzte. Einen guten Hunger, Digga, einen guten Hunger. Bruder, wir sind jetzt hier. Bruder, das ist das letzte Mal, Bruder. Das ist das letzte Mal, Bruder. Das sagst du jedes Mal. Ja, Und was ist, wenn ich einen beiden Boxkampf habe? Kommst du nicht? Ja, okay. Bruder, diese Organisation, Bruder. Ich küsse eure Augen, aber diese Organisation, Bruder. Mal gucken, vielleicht ziehen wir auch wieder ab, Digga. Ich sag euch ehrlich. Also, diese Stadt hat auf jeden Fall Bot-Tradies, Digga. Auf jeden Fall zu gut nach der Meinung gefragt für Non-Sub. Bruder, Khan geht dritte, vierte Runde schlafen und Sinan macht erste, zweite Runde, beginnt er den Schon schlafen. Weg, Amanagoy, weg! Amanagoy, was geht, Digga? Ey, Bruder, sick, Digga. Was geht ab? Zeig mal ein Foto. So, ich bin hier mit A-Doppel-Z. Asimimo, mein Bruder. Was sagst du, wer macht das heute, Mann? Heute? Ja. Boah, ich will nicht viel verraten, eigentlich. Sinan oder Bösemann? Ich sag, Sinan macht's. Welche Runde? Ich wünsche mir, dass es mindestens drei Runden läuft. Bruder, ich sag dir erste Runde, Bruder. Voila. Ja. Danach werden die keine Luft mehr haben. Kennst du die anderen beiden? Dennison und Kanye, wie kennst du die? Nein. Noch nie gehört? Nein. Wirklich schwierig, ja. Jetzt hätte ich auch gerne danach gefragt. Wie geht's dir, Bruder? Wo warst du so lange, ja? Bruder, wir persönlich haben uns lange nicht mehr gesehen, Daddys. Ein paar Jahre auf jeden Fall. Wir haben früher immer gestritten, immer Streit. Ja, Walla. Ich und Asimimo, Walla. Zwei Wochen Frieden, drei Jahre Streit. Ah, was für Streit, Bruder? Wir haben uns immer verstanden. Hast du recht, Walla. Bester Mann. Checkt Asimimo ab, der macht, der gibt wieder Gas. Wann kommt die nächste Musik, Bruder? Jetzt in den nächsten 2-3 Wochen. Kommt drauf an, wann du das veröffentlichst. Morgen. Ja, in den nächsten 2-3 Wochen. Tschüss, euer Herz. Wir halten euch auf den Laufenden, Chat. Ich war auf meinen Mutter wie ein Hund, aber ich habe gewartet, Bruder. Ich hab fast gebellt, Wallah. Wer macht es heute, mein Bruder? Wallah, Sinan, 100%. Welche Runde? Hä? Welche Runde? Bruder, schwer, Bruder. Der andere wiegt auch 6 Tonnen, Wallah. Du bist reich geworden, hast du gehört, ja? Sujuk, dies, das, Bruder. Ich kann dir direkt vorstellen, Großfamilie, komm mal her, Bruder, die wollen ein paar Prozente verdienen. Hä? Ja, Wallah, das ist gut. Leute, Schlafprogramm, wir lieben alle Likes. Folgt mir auf TikTok und auf Instagram. Schaut mal, Mutter, bevor ich sterbe. Deine größte Angst ist Hate. Gib ihnen alle Hate. Alle, die... Also ich gebe mich da nichts, Bruder. Wir sind später. Ciao. Denk da an Bruder, das dauert 12 Jahre, Wallah. Ja. 12 Jahre. Ich hasse das, Bruder. Ich bin extra zu dem Kampf gegangen von Dennison und Sinan G und wie die auch heißen. Bruder, wir warten wie lange, Bruder? Boah, wir sind jetzt auch schon seit 5 Stunden oder so hier. Ich dreh durch. Aber die kämpfen jetzt als nächstes. Der nächste Kampf ist Dennison und Kanye. Das wären meine 50 Euro. Wir haben gewettet. Ich bin bei Dennison, er ist bei Kanyavi, Digga. Aber Dennison, Abi, du weißt, Gelburi SNE, Abi, Chocolate. Kanyavi, 50 Euro. Sheriffs ist Aminako. Wir müssen dich eigentlich. Setz dich mal so raus, dass du dich immer wieder darüber redest. Sehr gut, Benner. Wie nennt Benner? Ich hab den Vorzug aus. Ich hab gerade die Zähne Guck mal rein.
Bleib auch erstmal so lang. Oh, danke. Apropos Telemann, ich habe hier 5 Stunden lang gedauert. Was glaubst du denn? Was ist schlimmer? Guck mal, der sieht die Kamera nicht. Oder ihr wisst gar nicht, ich muss euch die Story erzählen, wie die hier reingekommen sind. Ich sag, Bruder, bitte bring mich rein. Ich war 6 Jahre alt. Guck mal, Bilal, oh, das ist ein Smiley. Es geht endlich los, Cousin. Der provoziert mich. Wow. Der provoziert mich. Guck mal, was der jetzt hier. Lass uns live umarmen. Ey, ich gehe jetzt so wieder. Ich komme jetzt. Okay, Walla, es geht los, Cousin. Wir sind wild. Zeig mal. Oder ich drück Dennis die Daumen, Digga. 13, das erste Runde K.O., Digga. Der ist gut, ey. Arbeite mit dem Jeff, Dennis. Halt das Maul, ich war ein Fuppi. Bruder, Fuppi ist gut, ey. Jawohl! Man merkt das Gewicht auf jeden Fall, ja. Oh, da geht mehr. Er hält sich noch zurück, er hat ein bisschen Angst. Jawohl! Ja, mein Puppi geht wieder tiefer in den Nacken. Wohin? Thank you.
Da drinnen war gerade Jehennem, Digga. Jetzt ist es Bankhaus. Der guckt mir jetzt so weiter, Digga. Bruder, Digga, da war die Hölle los, Digga. Oh mein Gott, Digga. Abu ist einfach traurig, dass wir gegangen sind. Der wollte einfach in der Menge bleiben, Digga. Bruder, wir gucken jetzt in der Parkgarage live weiter. Ja, korrekt. Obwohl wir erst haben beste Sicht, gute Wetter. Ich hab den Schweiß von den beiden noch gerochen. Digga, das war ein krasser Kampf, muss ich ehrlich sagen, Digga. Aber ich mach alles zusammen. Dieser Junge verdient 100.000 im Monat. Mach alles zusammen. Ja, alle drei. Entschuldigung, kennen Sie Abu Goku, der verdient 100.000 im Monat? Mach einpacken, Abi, dieser Mann reicher, Mann. Ich hab's auch. Was redest du? Was ist los, Bruder? Du bist so bescheiden, Mann. Türkei, zeig mal, zeig mal. Boah, Bruder, das sieht nicht nach Türkei aus, Digga. Was? Nein, Bruder. Ah, oh, boah, wie viel 1000 Euro waren das? Möbel, Bruder. Zeig mal. Also, Bruder, weil gibt's ja nicht mal was aus und so essen müssen. Digga, 16.000 Euro in Tasche. Das sind 16, das ist für die Wohnung, Bruder, keine Möbel, ja auch. So, Drellis. Boah, Bruder, was ist gestern? Was passiert, Bruder? Sag euch ehrlich, mach euch ganz kurz hier Ding, weil ich bin gerade im Hotel. Erstmal kommen wir zu diesen Kämpfen. Ben Fresh, sehr stabil, Gegner hat abgesagt. Der Typ war fit. Und jetzt kommen wir zu meinem Schatz Dennison. Bruder, ich bin sehr stolz auf dich, Dennis. Dennis ist eine Maschine, Dennis. Kann wirklich sehr stabil, sehr stabil. Also hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht, es wird einseitiger. Aber ich muss schon sagen, Dennison, Bruder, Respekt einfach, Bruder. Weißt du, Waller Respekt. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptkampf, Adrelis. Weil ihr wisst nicht, was da... Ich werde nie wieder dahin gehen. Nie wieder, Bruder. Bei Mickey und Trimax war noch einigermaßen okay. Aber gestern, erstmal der Kampf, gell? Bruder, ich sag euch eine Sache. Ich hab böse Mann unterschätzt. Digga, was hat der für einen Kopf? Guck mal, Sinanji hat so gekämpft. Boah, boah. Allahu Akbar. Oh, Platin Casino. Boah, boah. Böse Mann, gell? What's in the ground? Er hat eingesteckt, gell? Digga, das hätte ich nicht gedacht. Und wisst ihr, was ich auch glaube? Selbst ein Sinan, der hat sich gedacht, Bruder, ich knock den in zweite Runde aus. Digga, was steckt der ein? Weil Bruder Waller, der böse Mann, der hat... Bruder, der ist wie Whitebeard K.O. gegangen. Der ist einfach nicht auf Boden gefallen, Bruder. Der und Boden waren Feinde. Der wollte nicht auf Boden gehen. Digga, das ist stabil, Bruder. Das ist... Also mich hat's überrascht. Im Großen und Ganzen, aber Dreys, ich sehe mich nicht mehr auf so Veranstaltungen, Digga. Wir waren ja in dieser VIP-Area, weißt du so? Schöne Grüße an Dennis, Boresic und Dennison. Ich küsse eure Herzen. Bruder, da waren andere Leute, die haben teilweise Geld dafür bezahlt, weißt du? Am Ende, Bruder, nur Schlägereien, Bruder. Ich guck links, ich guck rechts. Ist ja eine 50-jährige Frau, gell? Das sind Sinanji-Fans, das sind Bösemann-Fans. Walla, Digga. Nur noch so, Bruder. Ich denke mir, was passiert hier, Bruder? Da war auch so ein älterer Mann, der war so 50 oder so. Jeder hat in der Halle hat's mitbekommen. Irgendeinen Krampfanfall oder so, Bruder. Der ist auf Boden, der macht, Bruder, das war hart, Walla. Kommt kranken Ding, Vater Notarzt und so. Das war hart, Bruder. Stickige Luft und so. Wir sind auch ein bisschen früher genau deswegen gegangen. Bruder, am Ende, das war zu viel. Die armen alten Leute, die haben Geld dafür bezahlt, Bruder. Die wurden weggekickt, Bruder. Ich schwör's dir, das war heftig. Ich kann das nicht, Reddys, ja? Oh, mein Herz tut weh, wenn ich sowas sehe. Aber so im Großen und Ganzen, keiner, der gestern gekämpft hat, hat sich blamiert, Digga. Alle waren richtig stabil, Digga. Ich muss an alle Props ausgeben, Digga. Ich schwör's dir. Ich hätte das selber nicht gedacht.
Die erste Beulerei, weil wisst ihr, wie die angefangen hat? Die allererste. Bruder, wir chillen. Sinanji Bösemann fängt gerade an, gell? Auf einmal, Bruder, ich guck, da sind Rais und so waren da, gell? Ich guck, Digga, der streitet sich. Bruder, ich bin mir nicht ganz sicher, sein Bruder oder so wollte reinkommen. Und der Security-Mann sagt einfach, nein, dein Bruder darf hier nicht rein oder so. Bruder, ich guck, ja, Digga, ich seh 20 Leute. Ich sehe nur noch, ich guck so, kennst du dich, man bekommt nicht richtig mit, dann ich guck so rüber, ich sehe nur Angie, gell, so, das war schon, Bruder, das war schon hart, ja, das war Film gestern, Digga, Wallah. So, Bruder, ich sag euch ehrlich, solange keiner zu Schaden kommt, alles entspannt. Also, was heißt entspannt, Bruder? Solange keiner sich verletzt oder so, weißt du, ist entspannt, Bruder. Natürlich, man freut sich, Euphorie, die Stimmung ist am, weißt du, jeder fiebert seinen Favoriten an und so. Aber dann, Bruder, wo ich so gesehen hab, ey, guck mal, da sind so ältere Leute gewesen, keine Ahnung, so ein 6-jähriges deutsches Ehepaar, was da so sitzt, und die fühlen sich so eingeengt und so, Bruder, das hat mein Herz kaputt gemacht, ja. Und auch der Moderator, Bruder, der hatte keinen Bock mehr, gell? Der wollte kündigen. Schwöre, der wollte, Bruder, der wollte Sprachnachricht aufmachen, Bruder. Der hat keine Lust mehr gehabt. Alle hat keine Lust mehr gehabt. Colonia, Colonia. Ah.